Yo. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft in der 11. Folge. 11. Folge. Ja, kommt hin. Ich sammle gerade dein Eisen ein. Kurz vor der Aufnahme habe ich schon ganz schnell meine ganzen Eisensachen gemacht. Genau, wir sind ja verreckt in der letzten Folge, was richtig mies war, wir beide. Und da, hier liegen schon Hose und Helm. Danke sehr. Wir müssen uns richtig schnell jetzt rüsten, um wieder in den Kampf zu gehen, weil wir haben jetzt 3 Folgen Zeit, unsere beiden Leben zurückzubekommen. Hosen und Beine habe ich dir gemacht, das heißt, du brauchst noch Schuhe. Okay. Und dann jetzt gleich noch ein Brustpanzer, Ja, warte, ich muss schnell gucken, habe ich die Oh, 2 Hühner. Ich habe die Eisen aus der Kiste schon genommen, das heißt, wir dürften genug Eisen haben. Du brauchst einen Brustpanzer, das sind 8 und dann brauchen wir noch 4. Okay. Genau. Und dann würde ich sagen, wir gehen nicht in. Also, wir wollten jetzt auf jeden Fall nicht meinen, sondern wir werden jetzt. Gut, dass ich mein Handy nicht auf. dann werden wir probieren, auf jeden Fall Schlendi und Yannick zu besiegen. Rüstung. Okay, danke sehr. Ich weiß, ich habe einen epischen WhatsApp-Sound. Ich habe gar nicht hingehört. Ja, wahrscheinlich hat man es auch über den TS nicht gehört. Wird sich auch mal. Ich wollte gerade ein Schwert im normalen Crafting-Menü machen. So, dein Schwert. Alter, wie ich gerade schon am Zittern bin, gerade zum Anfang der Aufnahme. Ja, läuft bei uns übel, Alter. Wir haben jetzt eine Folge, müssen wir so gesehen überleben. Da also nicht von Domso oder Tim getötet werden. Genau, dann haben die ein Leben auf jeden Fall, haben die ein Leben verloren. Wir sind ungefähr so ausgerüstet wie vorhin, wir haben nur unsere Eisenspitzhacken, glaube ich, verloren. Ja, das ist jetzt nicht allzu das Schlimme. Ich muss jetzt gerade mal schnell 2 Cobblestone brennen. Und ich sollte echt mal mein Handy jetzt mal muten, ne? Das mache ich jetzt mal schnell in der Zeit, wodurch ihr was macht. Wir haben aber große Chancen heute gegen Yannick, falls wir ihn finden, da Yannick zurzeit krank, also leicht krank ist, bin ich aber auch. Deswegen gleicht sich das so aus, aber Yannick ist ziemlich krank, so können wir es nennen. Krank? Ja, ich weiß. Nee, Mann, also der hört sich wirklich Hast nicht du gut String? An. String habe ich gar nichts, Digga. Verdammt, wir brauchen mindestens 3 String, weil da hätte ich mir einen Bogen machen können. Da hätten wir wenigstens einen Bogen. Ich habe echt gar nichts, mein Freund, ich habe überhaupt gar nichts. Okay, aber wir sind so gesehen ausgerüstet. Ich habe jetzt 9. Boah, Alter. Wie ich zitter, warte. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch ein bisschen was zu essen mit. Mhm. Weil ansonsten läuft es so wie vorhin, wir werden übelst gezogen und haben einfach nichts zu essen dabei. Deswegen nehmen wir uns einfach jetzt mal ein bisschen was zu essen mit, dass wir da auf jeden Fall gerüstet sind. Ich muss noch Mikrofon mal kurz richtig hinstellen. Ich reite. Okay. Dann hör auf zu reiten. Ich habe aufgehört zu reiten. Kannst du mich noch gut hören? Ja, bei dir läuft. Ich habe 6 Karotten, ich gebe dir mal 3, ne? So, dann dürfte das jetzt der perfekte, danke. Für dich 3 Karotts. Dann dürfte das jetzt der perfekte Winkel von meinem Mikrofon sein, da ich meinen Schreibtisch ja umgebaut habe und das jetzt erstmal herausfinden muss. Ich nehme mal 19 Fackeln mit. Wir haben noch in der Kiste, haben wir auch noch Karotten. Okay, und Fleisch. Ein bisschen Fleisch, paar Schüsseln. Ist natürlich echt schwer, was wir machen, ob wir jetzt irgendwie da hinten auf die Weide gehen sollen und uns ein paar Tiere kurz noch holen, oder? Nein, ich bin gerade Essen am Braten. Sollen wir uns noch kurz schnell ein Steinschwert machen? Nimm dir ja entweder die drei Beef oder die 3 Porkchop, kannst du aussuchen, was du nehmen möchtest. Macht eigentlich keinen großen Unterschied. Egal. Warten wir einfach kurz, bis es gebraten ist und dann müsste es eigentlich reichen. Hoffe ich mal. Aber sollen wir jetzt echt nicht noch kurz ein Steinschwert machen, wenn wir nass draußen sind? Ja, das ist mir auch schon passiert, weil die bleiben einfach nicht angeleint, ne? Das ist schon ein bisschen mies. Unsere Sattel, ne? Die haben wir versteckt. Ja, die sind. Ah, gut, Alter. Ich dachte schon, okay, die sind jetzt weg. Okay, ich habe das Schweinefleisch habe ich genommen. Das heißt raus. Genau. Gut. Dann wird jetzt auf jeden Fall hier wieder Paras geschoben, würde ich sagen. Natürlich Nacht, ne? Ah ja. Um das Feeling zu steigern. Brauchen wir Nacht. So, habe ich den Namen gesehen oder doch nicht? Nein, ich habe es nicht. Guck mal, da kommt direkt schon ein Zombie an. Ja, ich glaube, die wollen uns tot sehen. Auch sogar die Zombies wollen uns tot sehen. Alle wollen uns tot sehen. Lass einfach mal hier in das... Bist du hinter mir? Ja.
klar bin ich hinter dir. So. Also. Ist der Spawn. Ich glaube nicht, dass die so dumm sind und sich am Spawn rumtreiben. Fuck, fuck, wo? Oh! Du rennst voll rein. Biest dich. Hinter dir. Alter. Dicke. So, die haben wir. String, mein Freund, der String. Sollen wir uns ein paar Strings einsammeln, oder? Ja, bräuchten wir halt. Fuck, fuck, fuck. Wie viele, Alter, wie viele Skelette sind da eigentlich? Ich merk's gerade. Die Dinger sind voll die Cheater. Die haben voll den Aimbot, Alter. Ja. Na gut, sind auch Bots, aber... Ja, Mann. Voll die Cheater. Okay, ich habe jetzt... Ja, lass hier lieber abhauen jetzt mal. Und du bist voll mit, mit Pfeilen, ey. Ich weiß. So. Wenn du essen musst, nicht dein verrottetes Fleisch, nimm Karotten. Achso, ich habe jetzt verrottetes Fleisch einfach mal gegessen. Aber das zieht halt richtig viel, ne? Aber ich hab halt jetzt auch noch 5 verrottetes Fleisch und ich wollte nur mal kurz raggen. Alter, meine Welt generiert hier nicht. Meine Frage zieht eigentlich, also man ist nicht hundertprozentig vergiftet durch verrottetes Fleisch, oder? Also es kann auch mal sein, dass man nicht vergiftet ist dadurch. Nee, warte mal, gib mal kurz Deckung, also deck mich mal, ich muss mal kurz meine... Guck auf jeden Fall jetzt mal kein Slender. Was für Slender, alter Enderman, so. Alter, Digga, pack dein Aimbot ab, Wichser. So, meine Welt generiert neu. Okay, ich esse jetzt kurz was, weil ich muss raggen. Es reicht nicht, es reicht einfach nicht. Ich habe 2 String, wie viel? 3 brauchen wir. Ich hab 1. Dann gebe ich dir die mal. Aber das Problem ist, wir brauchen noch Holz. Für eine Crafting-Band, das kann man ja schnell machen. Da hinten ist ja Holz. Das ist easy going, würde ich sagen. Und dann haben wir wenigstens mal einen Bogen. Ich habe auch noch jetzt 3 Pfeile. Ich denke mal, du hast auch noch ein paar Pfeile. Ich habe 9. Ja, guck, die gebe ich dir dann auch noch. Und dann haben wir doch ein bisschen... Ich habe sogar jetzt 5 Strings. Wenn wir noch einen String haben, dann können wir beide Pfeile bulten. Da unten ist doch schon eine Spinne. Wo? Oh. Warte, ich besiege kurz das Skelett und dann noch die Spinne. Hoffentlich verliert die einen String. Ja. Ja, Mann, Digga, wir haben 2 Pfeile. Okay. 2 Bögen jetzt, 2 Bögen. Ich hab 4 Pfeile. Oh, fuck, 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 guck nicht den Ender an. Ja, den Enderman so. Dann gib mir Deckung. Nein, du hast ihn angeguckt oder so. Nein. Okay, dann war es was anderes. Achtung, da kommt ein Skelett. What? Das schießt auf mich. Nein, ich will auch nicht den Enderman angucken. Nein. Ja, dann geh da mal kurz weg. Das ist mir zu gefährlich hier, mein Freund. Das ist mir zu gefährlich. Weißt du? So, da kommt er. Das Skelett. Ah, dieses scheiß Skelett, ey. Ich hab keine Chance. Da, okay, ich hab's down, So. Da hinten laufen welche. Wo? Am Spawn, warte. Was sollen wir tun? Ich crafte schnell. Guck nicht den Enderman an, mein Freund. Guck ihn nicht an. Was? So. Ich sehe ehrlich gesagt auch keine Namen, ne? Aber ich glaube, du bist dann... Ich glaube, du bist hier so ein bisschen... Dein Bogen? Danke sehr. Wie viele Pfeile hast du? 5. Gut, ich habe... Ja gut, das Regen jetzt an ist und so, voll laut. 5. Okay, danke sehr. Es ist genug. Es ist genug Pfeile da. Ja. Okay, Regen aus. Ja, dann mach den Regen aus. Du hast OP. Achso. Da hinten dann. Sehe ich sie. Ich weiß nicht, wer das ist. Lass es nicht explodieren. Nein, fuck. Oh fuck, da ist noch einer. Nein, Digga, da ist noch ein Skelett, ich kill das schnell. Okay, jetzt Skelett ist down. Skelett ist down. Ich muss erkennen, wer das da hinten ist. Ich würde jetzt halt wirklich nicht auf Domson so gehen. Ja, wenn es Domson so sind, dann lasse ich die. Da hinten reitet wer. Okay, und, wer ist es? Es scheint Domson zu sein. Okay. Was machen wir jetzt? Es sind 2. Ja, okay, die sind aber übel weit weg, ne? Wie hast du die erkannt? Wie konntest du die erkennen? Weiß ich nicht. Ich schätze es einfach mal. Okay, du schätzt nur. Also du bist ja nicht sicher. Boah, hast du mich gerade erschrocken. Geh wieder weg. Sonst kann ich nicht sehen. Ja, aber die Namen können sie ja sowieso nicht sehen. Und es kann genauso sein, dass hier eine Kuh auf dem hier rumläuft. Ja, es ist schon nicht schwer, dich mit einer Kuh zu verwechseln. Ja, es kann auch ein Zombie in Eisenrüstung sein. Zombies tragen nur Gold. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Deswegen, Was tun wir? Wir gehen. Lol, Witch! Ja, okay, dann sind das die da hinten. Da hinten stand nämlich gerade eine Witch. Okay, toll, dann sind die das.
Dann die das, das dann, heißt, wir gehen in eine andere Richtung. Also, wir haben ja letztes Mal Schlendi und Yannick in der Richtung hier getroffen. Ja, unter uns ist ein Creeper, pass auf. Ja, ja, wir sind hier so Tarzan-like und warte gehen einfach mal, über die. Das erinnert mich an was. Da hinten ist doch Domsa aus so einer. Ist das eine Höhle? Weil hier vorne ist doch Domsa aus dem Boden oder irgendwas raus. Als Echt? Wir die gesehen haben. Da habe ich nämlich, ich habe mir nämlich die Videos beim Rendern halt nochmal angeguckt, habe ich gesehen, der ist da entweder aus dieser Höhle oder die hatten da ein Loch im Boden. Okay. Oh fuck, der Creeper geht hoch. Ach scheiße, Alter. Aber das die hören das hier nicht. Vorne hin dann. Oh, guck mal, das sieht ja doch schon ziemlich komisch aus hier. Aber warum? Ist hier eine Höhle? Als ob die das irgendwie hier so runtergegraben ja, haben. Ja, hier hinten ist was. Ach, das ist ein Creeper-Loch, okay. Ah. Ja. Okay, okay. Okay, ja, dann waren die. Aber warum ist hier so komisch, Alter? Guck dir das mal an. Ja, wie mit so einer Query runtergebaut. Ist einfach so. Wie von einer Query. Egal, komm. Ist es ein Ladebug oder? Also, ich hab's ja auch, also. Ja, stimmt eigentlich schon. Hm, komisch, komisch, komische Sache. Das ist ein Creeper. Ein Creeper. Lass den Creeper, renn einfach vorbei. Ja, das ist echt die Frage, was sollen wir tun? Yannick und Schlendi suchen. Ja, das ist klar. Aber jetzt müssen wir irgendwas überlegen, wo die sind. Aber am besten wäre, wenn diese erste Folge vorbeigeht. Denn dann habe ich weniger Paras, da dann Domsa und Tim uns nicht mehr töten müssen, um ihr Leben zurückzubekommen. Ja, die wollen uns bestimmt trotzdem töten. Ja, ach, aber trotzdem. Weil Falls ich Rache. Bin sowas von einem Zittern gerade, ich brauche eine kurze Auszeit. Ja, bei mir ist es irgendwie gerade, weil ich weiß nicht, ja, ich bin gerade halt, so. Von Anfang an habe ich halt gerade eben auf Panik geschoben, da wir halt unser Eisen schnell fertig kriegen mussten. Ja, ja, ich bin gerade so ein bisschen. Wenn ich von Anfang an auf Panik schiebe, geht das die ganze Zeit so weiter. Ja, passiert, ne? Ich bin halt gerade so ein bisschen geburscht, weißt du, so vor ein paar Survival Games Runden gewonnen. Ich bin direkt hinter dir und dann okay, weiß dann, ich bin gut. Bleib mal kurz so, ich muss mich halt dann ganz kurz entspannen. Okay, meine Finger knacken lassen. Okay. Läuft alles. Zwei Nachrichten in Clash of Clans und dann lass uns die Suche weiter machen hier. Ich würde sagen, wir suchen mal im Dings, im Sumpf gleich. Also da haben wir sie letztes Mal auf jeden Fall getroffen. Deswegen. Kann ja sein, dass sie da irgendwo ihre Basis haben. Ja, aber ich würde jetzt nicht stehen bleiben. Nee, wir können runter. Alter, das irritiert mich jetzt so, dass ich mein Mikrofon nicht mehr direkt vor meinem Gesicht habe. Das hängt nämlich jetzt so irgendwie so, das hängt mir zwar noch im Augenwinkel, also mein Popschutz hängt noch im Augenwinkel, ich muss unbedingt mein Fax updaten. Mein Desert hier ist immer noch Standardtextur, deswegen. Aber ja, bei mir auch, ich habe 1.6 drin. Ja. Aber ist immer noch besser als komplett Standard. Halt seid ihr draußen? Nee, weiß nicht. Ja, okay, wir haben ausgemacht, wir lügen uns im Chat nicht an, also schreiben wir ja. Nee, also schreiben wir gar nichts. Ach so, ja egal. Wäre einfacher, wir müssen ja nicht auf alles antworten. Ja, stimmt schon. Okay, Schlendi sind auch da. Spawny? Nein, da gehen wir jetzt nicht in der Antwort, machen wir auch nicht drauf. Nein. Spawny? Nein. Ich hätte Nopsi schreiben müssen. Nicht ihr. Schlendi. Schlendi. Ich kann nicht rennen. Warte, sag mal ganz kurz, bitte. Jetzt kann ich wieder rennen. Timmy. Genau, Timme. Gut, ne, so viel zu den Themen, etwas ernster im Chat sein, ne? Ja, klar, Mann. Hat Domsa aber angefangen. Ja. Also. Wo war überhaupt dieser Sumpf? Ja, ich dachte eigentlich, dass du hier so der Pfadfinder wärst und das noch wissen würdest, aber ich weiß es auch nicht. Als ob ich Pfadfinder bin. Ich weiß ja nicht, ich war mal so bei Royal Rangers. Aber das bringt mir wenig in Minecraft. War nie. Ist auch nicht zu empfehlen. Das ist so ein bisschen wie eine Sekte. Ja, das ist gruselig dort. Es gibt ja den Romanismus. Der Romanismus. Es ist Romanismus. Eine anerkannte Religion in Amerika und die beten Homer Simpson an. Läuft bei denen, Alter. Also dem will ich auch. Ja. Okay, das kommt 100 Pro von einem. Ja, natürlich, weil wenn man. Guck mal, hier ist. Was ist das hier für ein Erdpenis? So ein. Das ist so ein Steinpenis, wenn dann, aber dem fehlt ein Ei. Okay, ja, irgendwie, ne? Das ist so nach unten gerutscht. Ist so ein Hitler-Penis. Warum? Aber ein bisschen groß für ein Hitler-Penis.
Ah! Was ist los? Guck mal. Ich glaube, das kennen wir doch noch. Ja, man, hier waren wir doch einmal. Ja, da waren schon wir. Das war die erste Folge. Boah, ich wollte nicht, dass die Folge zu Ende ist. Ja, Mann, also, Tim und Somse. Die wollen jede Minute raus. Die wollen jede Minute rausziehen. Stell dir mal vor, die finden uns jetzt, rennen so her und dann, ja, Folge zu Ende. Ciao. Oh, genau in dieser Zeit. Boah, das wäre so geil, wenn die uns jetzt gerade so sehen. Und dann müssen die Folge beenden. Oh. Ja, man, bei so einem Kampf, da muss man, denke ich, schon so 5 Minuten einrechnen. Und das kann man nicht am Ende einer Folge machen. Aber irgendwie war doch am Anfang mal so abgesprochen 20 Minuten pro Folge und jetzt plötzlich wollen die immer so nach 15 schon abbrechen. Ja, es ist halt alles so ganz komisch. Ich glaube, da oben hatten wir sogar unser erstes Haus, ne? Also wollten wir anfangen, unser Haus zu bauen. Stimmt, da ist auch noch so ein Pfahl. Ja. Ich frage mich, was die Leute gedacht haben müssen, wenn sie da angekommen sind. Ja, so wie wir damals, als wir Schlendi und Janiks Haus gefunden haben, würde ich mal sagen. Ja. Aha, aha. Das ist eine gute Idee, wenn wir dann maximal 15 Minuten Folgen machen, dass er dem Janik nicht so gut genau. geht. Genau, also ich würde sagen, Schlendi ist ab jetzt Schlendschirmen. Stimmt. Das heißt, wir müssen uns sputen. Also ich würde sagen, Schlendi ist ab jetzt Schlendschirmen Franklin. Das fände ich episch. Mhm. So, ich kann fast nicht mehr rennen und habe eigentlich so wenig zu essen. Du hast schon alles aufgegessen? Nee, nur eins. Aber ich habe auch noch alle Karotten aufgegessen. Warum? Weil ich nicht mehr rennen konnte die ganze Zeit. Ja, dann hält man sich voll. Und ja, nicht klar. Nur so ein bisschen. Beenden wir auch mal an dieser Stelle die Folge. Okay. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Ciao. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber Domse und Yannick müssen uns jetzt nicht mehr töten, um ihr Leben zurückzubekommen. Domse Sie und haben Tim. Ein Leben offiziell verloren. Domse und Tim. Domse und Tim. Domse und Tim. Meine ich ja. Okay, tschüss. Ciao. Makosa ya.